Hallo. Okay, hallo und herzlich willkommen zu meinem Vortrag Der Fahrer im Computer. Wie verstehen Sie den Titel? In der Tat gibt es da zwei verschiedene Interpretationen und ich will über beide sprechen. Zum einen werde ich zeigen, wie man den menschlichen Autofahrer im Computer simuliert. Genauer gesagt, menschliches Fahrverhalten. Und was ist das? Beschleunigen, Bremsen, Lenken. Und wie das vom Fahrstil abhängt. Vorsichtig oder wagemutig, aggressiv oder zurückhaltend. Kennt es vielleicht noch mehr? Erfahren oder Anfänger, agil oder träge, gibt es verschiedene Dimensionen. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, der Fahrer sitzt natürlich nicht nur im Computer, sondern im Auto, sondern das Auto selbst ist ein Computer. Jedes moderne Auto ist ein mittelgroßer Computer. Der Autocomputer kann Navigationsempfehlungen geben, teilweise schon automatisch bremsen oder beschleunigen oder sogar ganz autonom fahren. Zukünftige Autos können auch mit der Infrastruktur kommunizieren. Und die Frage ist, wie wirkt sich das auf den Verkehr und insbesondere auf die Stauentstehungen an? Viele Konstellationen gibt es noch gar nicht. Und Tests sind noch nicht möglich. Also bleibt nur Simulation. Wie modelliere ich das menschliche Fahrverhalten? Keine Angst, das ist die einzige Folie, auf der Formel sind. Sie müssen das auch nicht im Detail verstehen. Aber manche verstehen vielleicht zumindest, dass das hier eine Art Newton'sche Bewegungsgleichungen sind. Ortsveränderung ist gleich der Geschwindigkeit. Und das ist die Art, die Pseudo-Newton'sche Gleichung. Beschleunigung, Änderung der Geschwindigkeit mit der Zeit ist gleich die rechte Seite. Und diese rechte Seite hat keine Newton'schen Kräfte, sondern soziale Kräfte. Genau. Und im Wesentlichen habe ich das unterschieden zwischen einer Beschleunigungskraft bei freiem Verkehr und einer Bremsverzögerung. Und die Bremsverzögerung hat gewisse Modellparameter, Mindestabstand, Sicherheitsabstand und so weiter. Und jetzt schauen wir mal, wie diese verschiedenen Parameter, wie die dann das Fahrverhalten hier modellieren können. Also ich habe hier erst einmal so einen typischen Zeitgenossen, der eher sportlich ist. Breitreifen gibt es hier diverse Aufkleber. Am Fenster auch Aufkleber, ein Spoiler, eine Sonnenbrille, selbst der Fuchsschwanz fehlt nicht. Und der hat natürlich eine hohe Geschwindigkeit, 220. Die Zeitlücke ist sehr gering. Das heißt, der Fahrspurabstand gleich halber Tacho. Das heißt, der Abstand wächst mit der Geschwindigkeit. Das heißt, der Quotient Abstand durch Geschwindigkeit ist der Zeit. Und wenn man Abstand gleich halber Tacho umsetzt, kommt da 1,8 Sekunden raus. Naja, der hat ja nur die dritte Zeit oder die vierte Zeit. Hohe Beschleunigung, das entspricht etwa 8 Sekunden von 0 auf 100. Hohe Bremsverzögerung und er fährt fast auf die Stoßstange aus im Stillstand. Gibt aber auch andere. Das sind jetzt eher bedächtige Zeitgenossen und Genossinnen. Zum Beispiel auf der Autobahn 120 statt 220 Stundenkilometer. Wird die Fahrschulregel 1,8 Sekunden Abstand gleich halber Tacho eingehalten, für Beschleunigung, Verzögerung langsam und er fährt dann auch nicht so dicht im Stillstand auf den anderen auf. Neben der Beschleunigung gibt es auch Spurwechseln. Und was ist beim Spurwechsel wichtig? Erst einmal, will ich denn überhaupt Spur wechseln? Und wenn ich denn will, kann ich denn Spur wechseln? Das zweite ist das Sicherheitskriterium, das erste ist das Wunschkriterium. Gehen wir mal erst auf das Sicherheitskriterium. Nehmen wir mal an, der will Spur wechseln, weil vorne ein langsamer Laster ist. Hinten, er sieht, kommt ein anderes Fahrzeug mit der gleichen Geschwindigkeit etwa, das heißt die relative Geschwindigkeitsdifferenz ist 0, hat eine gewisse Lücke und er kommt zu dem Ergebnis, ja, Lücke reicht, ich kann bremsen, kann wechseln. Selbe Lücke würde hier nicht reichen, weil der mit hoher Geschwindigkeit ankommt. Das Schöne ist, dass so eine Abstandsgröße ja bereits im Modell drin steht. Liegt also nahe, diesen S-Stern, das also gleich wieder zu verwenden, für die
für den Spurwechsel. Und in der Tat kann man sagen, naja, sicher ist der Spurwechsel, wenn der Folgefahrer nicht mehr als eine gewisse kritische Verzögerung bremsen muss. Das Schöne ist, dass diese ganzen Personalitäten, eher der bedächtige oder eher der sportliche Radfahrer, dann automatisch auch in den Spurwechsel eingehen. Das heißt, wir haben mit sehr wenigen Parametern ein ziemlich monolithisches Modell. Jetzt wollen wir uns das mal in Aktion anschauen, indem wir jetzt auf dem Simulieren. Das ist die Seite treffich-simulation.de. Da können Sie alle möglichen Sachen simulieren. Ich zeige Ihnen jetzt mal kurz welche. Erst einmal schauen wir uns das Fahrverhalten an. Dann nehmen wir den einfachsten Fall, denn die Ringstraße. Machen wir es noch einmal einfacher. Wir machen mal die Spuren weg. Haben jetzt nur noch eine Spur. Und um zur Veranschaulichung mache ich mal zwei Ampeln hin. So, und jetzt lasse ich mal in der Standardsituation. Da sind die Fahrer sehr bedächtig beschleunigen, die sehr zögerlich und bremsen dafür erst relativ spät. Das ist das typische Fall eines sehr instabilen Fahrverhaltens. Erst im letzten Augenblick wird gebremst vor der nächsten roten Ampel und bedächtig beschleunigt. Das vergleiche ich jetzt mal mit einem anderen Fahrstil. Dazu mache ich jetzt erstmal den Zeitraffer, dass die jetzt alle mal wegfahren. So, jetzt mache ich die Ampel auf rot. Jetzt verändere ich das Fahrverhalten. Ich mache die reaktiver, die sind jetzt also sehr, die sind jetzt sehr viel agiler und außerdem mache ich sie vorausschauender. Ich reduziere die komfortable Verzögerung. Warum ist das vorausschauend? Wenn ich jetzt geringere komfortable Verzögerung habe, muss ich natürlich eher bremsen, zum Beispiel vor der roten Ampel. Wenn ich jetzt schalte ich die grün, jetzt beschleunige ich deutlich schneller. Dafür ist ziemlich bei wird rechtzeitig wieder gebremst. Jetzt mache ich mal einen dritten Fall. Ich mache mal die komfortable Verzögerung hoch und die Beschleunigung auch hoch. Jetzt habe ich also quasi, jetzt habe ich wirklich den sportlichen, diesen Fuchsschwanzfahrer. Ich mache jetzt den hier rot. Nächste Ampel statt. Jetzt geht es schnell los und erst im letzten Augenblick wird gezögert. So, das ist jetzt das Einzelverhalten von einer Kolonne, ist ja wunderschön. Macht sich das aber auch auf die Verkehrsstabilität bemerkbar. Dazu gehen wir jetzt wieder mit der Ausgangssituation zurück, wieder volle Spuren ohne Ampeln. Jetzt störe ich mal mit der Maus ein paar Autos hier, um jetzt einmal eine Störung zu identifizieren. Und da sehen Sie, diese anfängliche kleine Störung, die weitet sich jetzt zu einer vollen Stauwelle aus. Jetzt, aber das ist wieder das zögerliche und gleichzeitig unbedachte Fahren, was eben sehr instabil ist. Jetzt mache ich das mal wieder reagibler. Jetzt fahren die schnell aus dem Stau raus und mache den Bremsen kleiner. Jetzt wird die vordere Stauwelle wird geschwächt. Schon ist der Stau aufgelöst. Das Ganze kennen Sie natürlich eher in dieser Situation. Das ist der Engstelle, das ist hier die Einfahrt, da finden Störungen statt. Jetzt störe ich auch mal wieder. Ich mache mal ein paar Übeltäter, die klicke ich einfach drauf. Die sind längst über alle Berge, haben aber jetzt das Unheil angerichtet. Es ist hier Stau Zusammenbruch indiziert. Und jetzt gibt es die Strom-Go-Wellen, die jetzt quasi stromaufwärts gehen. Und wenn ich jetzt auf einen einzelnen Fahrer klicke, um den zu markieren, den hier, dann muss der da grundlos anhalten. Hier beschleunigt er dann wieder, um dann quasi Stau aus dem Nichts, um hier dann quasi in die nächste Welle reinzufahren. So, so gut, so schön. Das war jetzt der erste Teil, menschliches Verhalten. Jetzt habe ich aber gesagt, Fahrer sind ja auch in einem Auto drin und der Auto ist ein Computer. Das ist eigentlich ein modernes Auto, ist nichts als ein großer Computer. Das heißt, man kann die Erkenntnisse, die ich jetzt gerade in der Simulation gezeigt habe, zum Beispiel jetzt, dass das Verkehrsdynamik, die Verkehrsstabilität, die Verkehrseffizienz sehr vom Fahrverhalten abhängt, das kann ich natürlich auch in diese ganzen Assistenzsysteme mit implementieren. Der Klassiker ist natürlich hier Adaptive Cruise Control, das gibt es schon seit mehr als 10 Jahren und tatsächlich haben wir bei Volkswagen mal auch Untersuchungen gemacht, da wurde mein Modell
eine Variante von dem, was ich gerade gezeigt habe, wurde tatsächlich in ein Testauto eingebaut und ich wurde mit ihm dann im Verkehr rumgefahren und da haben wir dann diverse Tests gemacht, wie diese verschiedenen Parametrisierungen dann wirken. Mit viel Verkehr braucht man natürlich wieder Simulationen und da haben wir dann Mischverkehr, normale Autofahrer und eben ausgestattete Fahrer, die mit dem adaptiven Cruise-Control fahren. Je mehr da ausgestattet sind, das ist die blaue Kurve, desto geringer werden die Reisezeiten, weil einfach der Stau, das war jetzt dieser Rampenstau, der entfällt dann einfach. Der Verbrauch geht dann entsprechend auch runter. Es gibt natürlich auch mehr Assistenten, die man alle eben mit diesen Verkehrssimulationen simulieren kann. Zum Beispiel ein Ampelassistent. Wenn jetzt das Auto wüsste, durch Infrastruktur, Fahrzeugkommunikation, dass diese rote Ampel, also bei 0 ist eine rote Ampel, hier ist sie grün, grün, rot, 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 grün. Und hier wird also ganz normal gefahren, die Ampel wird rot, dann muss der natürlich bremsen. Aber wenn jetzt diese dicke Linie ist von einem ausgestatteten Auto, wenn die wüsste, aha, hier vorne ist ein Stau, Fahrzeugkommunikation, und außerdem ist die Ampel hier, vielleicht in 20 Sekunden wird die grün, Infrastruktur, Fahrzeugkommunikation, dann kann ich ja schon rechtzeitig verzögern. Das heißt, ich muss ja gar nicht Gas geben, ich fahre entweder mit Motorbremse oder ich bremse auch etwas nach mit der richtigen Bremse. Auf jeden Fall komme ich so am Punkt an, dass ich nicht Stillstand machen muss und hier gleich weiterfahren kann. Ist viel komfortabler und hat auch Sprit gespart, weil ich mir dieses Anfahren aus dem Stand spare. Und es ist sogar kumulativ, weil die anderen, wenn die jetzt nicht überholen können, die fahren dann auch diese komfortable und kraftstoffsparende Fahrweise nach. Das war also die Nummer 2, was man machen kann. Dann kann man das im Wesentlichen auch wieder Fahrzeuginfrastrukturkommunikation als Stauassistent machen. Da zeige ich mal kurz, da habe ich nämlich auch eine Simulation, die zeige ich mal nur ganz kurz. Das ist nämlich eine neue Art Coffee Meter, um den Verkehr quasi zu, schauen Sie auf dieses Coffee Meter. Das ist hier eine Kaffeetasse, die dann simuliert wird. Jetzt setze ich mich mal auf dieses Fahrzeug. Jetzt bremst, jetzt schwappt die fast nach vorne über. Jetzt ist sogar schon etwas übergeschwappt. Kann ich auch noch Nebel einstellen oder Tageszeit. Also genau, da kann man dann schön rumsimulieren. Okay, das war es jetzt für das. Jetzt will ich zum Schluss, weil da Sie auch selber was machen können, will ich jetzt auf zwei Computerspiele hinweisen, die Sie selber im Internet unter traffic-simulation.de spielen können. Hier, also das ist jetzt die Startseite von traffic-simulation.de, da kann man zum Beispiel das Zuflussdosierungsspiel starten. Jetzt stoppe ich das erst einmal, bevor ich das eigene Spiel gestartet habe. Hier ist die Spielanleitung. Als Vorbereitung kann man die Waffen wählen, die man also zur Verkehrskontrolle nutzen kann. Kann ich zum Beispiel mal sagen, ich mache mal dieses Tempolimit, setze ich mal hier, weil hier ist eine Engstelle, das ist vielleicht gut, machen wir jetzt etwas Tempolimit. Wenn ich will, ich kann das auch einstellen, zum Beispiel mache ich mal 100 aus, vielleicht noch einen schwindigen Tempofilter, mache ich mal hier noch 80 hin, 60 ist ein wenig zu arg. Außerdem Zuflussdosierung. Ich mache jetzt vielleicht noch mal eine Ampel hier an den Zufluss. Weil wenn ich dieses Spiel jetzt starte, dann kommt, machen wir die Ampel erstmal auf grün, wenn ich das Spiel jetzt starte, dann kommt ein vordefinierter Fluss auf der Rampe und auf der Hauptstrecke. Und dann irgendwann hört es auf. Und das Spiel ist beendet, wenn alle Fahrzeuge aus dem Simulator sind und die kürzeste Zeit gewinnt. Jetzt lasse ich das mal erstmal nur mit den Tempolimits ohne Zuflusskontrolle starten. Starte Zuflussdosierungsspiel. Hier kann man noch einen Nick einnehmen. Das heißt jetzt also quasi Rampe frei, nenne ich das mal. Und jetzt lasse ich das, ich mache erstmal nichts, weil ich jetzt bis auf diese Tempolimits jetzt nichts beeinflusst habe. Und damit es etwas schneller geht, mache ich jetzt einmal den Timelapse hoch. Sehen Sie, also jetzt ist mal nichts, jetzt kommen noch mal Fahrzeuge.
die hören es dann irgendwann auf. Und weil ich jetzt alle Fahrzeuge ausgelassen habe, gibt es jetzt hier einen tierischen Stau auf der Hauptstrecke. Und es dauert hier schon 400, jetzt wie gesagt, der starke Timelapse. Jetzt kommt gleich die Highscore, Spiel ist beendet, 522. Schlecht. Jetzt schauen wir mal, ob man das verbessern kann. Ich starte das nochmal neu und nenne das jetzt mal Zuflussdosierung. Machen wir den Timelapse wieder ein wenig runter, obwohl das kann ich jetzt erst noch okay. Machen wir die Ampel erst einmal auf Rot. Jetzt geht es aus. Ich starte es nochmal. Ich kann auch, wenn ich jetzt mit denen zufrieden bin, kann ich jetzt während des Spiels einfach noch einmal starten. Und jetzt lasse ich mal einzeln durch die Fahrzeuge. Aber natürlich darf ich auch nicht so wenig durchlassen, weil sonst war staunen die sich alle in der Ampel. Jetzt lasse ich mal alle durch, weil ich sehe, dass hier eine Lücke kommt. Ist die alle durch? Alle durch, wunderbar. Jetzt stoppe ich vielleicht nochmal kurz. Also wieder eine klassische Zuflussdichte und jetzt lasse ich alle raus. Ah, jetzt habe ich zum Beispiel, weil ich ein wenig zu zögerlich, jetzt haben sich die ganz an der Rampe angestaut, die kommen jetzt noch. Aber Sie werden sehen, es wird trotzdem eine sehr viel schnellere Zeit sein. Hier, Sie sehen, dass die Zuflussdosierung hier das von 522 auf 339 optimiert hat. Das heißt, da kann man sehr schön spielerisch die Infrastruktur, Kommunikation und was auch die Infrastruktur und was die Verkehrskontrolle es machen kann, kann man hier sehen. Das Ganze kann man auch mit dem Navi machen. Navi ist ja auch Teil des Assistenzsystems. Da gibt es jetzt hier eine Autobahn und eine Umleitung. Ich starte es gleich einmal. Genau, dann lassen wir das Voldemort. Das ist also dann mein Nick hier. Hier kann ich den Umleitung. 25% werden jetzt vom Navi empfohlen. Ich gehe auf die Umleitung. Jetzt lasse ich das, sag mal, das Navi, ich sage das mal, es gehen alle rauf. Das sehen wir schon, dass es nicht gut ist. Jetzt stauen sich nämlich alle, die wollen jetzt alle auf die Rampe und das dauert ewig lang. Jetzt staut sich das hier zurück. Ein Timelapse hoch. Ah, das dauert jetzt ewig. Jetzt sind wir schon, ich lasse mal bis 300 laufen, dann sehen Sie, dass das schon längst nicht zu Ende ist, sondern ich starte das jetzt nochmal neu. Das habe ich jetzt also abgebrochen, weil jetzt, okay, breche ich noch einmal ab. Genau. Jetzt mache ich mal eine effektive Sache. Das heißt, ich lasse nur relativ wenige die Umleitung benutzen. Aber vielleicht etwas mehr. Wenn man es ganz geschickt anstellt, dann schafft man es fast ohne Staus. Und jetzt sehen Sie, das ist sehr viel schneller. Das wird es bei 300 sind es wahrscheinlich fast alle schon draußen. Das heißt, da sehen Sie auch, dass wenn man es. Zu viel ist manchmal weniger, weniger ist manchmal mehr. So, jetzt gibt es unter 300. Das letzte Mal waren bei 300 noch alle Autos hier. Das heißt, entsprechend ist es auch jetzt hier der Highscore. Das Ganze ist also, wie gesagt, unter traffic-simulation.de auch im Internet zu sehen. Ich habe es jetzt hier lokal gemacht, damit man das sieht. Aber das können Sie unter traffic-simulation.de alles aufführen. So. Genau, Sie sehen also, man kann hier alles Mögliche simulieren und man kann dabei sehr viel lernen. Und ich hoffe, dass ich Ihnen schöne Anleitungen gegeben habe, schöne Gedanken, Infos, was man mit Verkehrssimulation alles machen kann und wie die dann tatsächlich so etwas praktisch Nutze ist, nämlich vielleicht freie Fahrt zu verschaffen. Vielleicht nicht ganz so frei wie hier, aber das ist doch mal ein Traum. Zum Schluss kann er sein. Vielen Dank.